An den Stränden von Ost- und Nordsee schlüpft zwischen März und Mai ein Käfer, der den Menschen zur Gefahr werden kann. Der schwarzblaue Ölkäfer, auch Maiwurm genannt, sondert einen giftigen Stoff ab, wenn er sich bedroht fühlt. Deshalb gilt die Devise, nur gucken, nicht anfassen, warnt Jennifer Calvi von der Deutschen Wildtierstiftung gegenüber travelbook.de. Vor allem für Kinder sei das wichtig. Der Stoff Cantharidin schützt die Käfer vor Fressfeinden wie Ameisen oder Laufkäfern. Kommen Menschen mit dem Gift in Berührung, reizt das die Haut und es bilden sich Rötungen und Blasen, erklärt Calvi. Laut dem gemeinsamen Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann es bei Verschlucken zudem im Magen-Darm-Trakt zur Schädigung der Schleimhaut, Speichelfluss, Durstgefühl, Schluckbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen und Krämpfen kommen, sowie beim Ausscheiden des Gifts zu heftigen Schmerzen in der Nierengegend und blutigem Urin. Im schlimmsten Fall kann Cantharidin sogar zum Tod führen, etwa durch Nierenversagen.